Weißt du, ist ja nicht wichtig oder so, diese Schraube. Ist ja nicht so, dass man da mit der anderen Backe übertrieben krass dagegen drückt, damit das Teil nicht rausfliegt, wenn man da sägt. Wirklich komplette Katastrophe. Wir haben immer so dolle Rückenschmerzen, aber eigentlich trainieren wir ja immer gut. Das Problem ist, diese Hanteln da, die liegen immer auf dem Boden. Wir müssen die immer aufheben, deswegen müssen wir uns jetzt auf jeden Fall was bauen, dass wir uns nicht mehr bücken müssen. Heususe. Richtige Mimose, Junge. Das größte Problem ist, wir haben alles dafür da, aber das liegt alles unter diesem Regal hier. Dir ist gerade aufgefallen, wir haben das Regal über das ganze Eisen gelegt. Das holen wir jetzt erstmal da raus. Da liegt halt ohne Ende Zeug. Ich habe mal eine Zeichnung gemacht, so soll es am Ende aussehen. Und ich glaube, Eduard, das sind nur 40x40er, Vierkantrohre und die beiden Winkel oben. Und auf die Länge haben wir nichts geholt, ne? Die Winkel. Nee, hier auf die Länge, dass das stabil ist. Nee, mit den Winkeln, Alter. Einfach. Nur die Winkel? Jo. Ach so, stimmt, so war das geplant. Das ist ja ganz einfach. Dann brauchen wir auch gar keine andere Zeichnung mehr. Klappt das? Boah, guck mal, Junge, das klappt doch perfekt. Ich muss aber mein Auto wegfahren. Thomas sein. Nee, das geht da vorbei. Ja, aber wenn es nicht vorbeigeht, dann ist das halt kaputt, das Auto. Ziehst die Stange drauf, muss ja nicht gegen das Auto fahren. Ja, wenn ich mir so gucke, geht das gegen das Auto. Ja, perfekt. Erste Sahne. Das sind vier von diesen Füßen hier. Das heißt, wir müssen alles mal vier nehmen. Ich zeichne jetzt erstmal alles an, schneide alles. Danach wird geschweißt und ich weiß nicht 100%, ob wir heute noch schaffen, das alles zu streichen. Und wir sind uns auch noch nicht 100% sicher, ob wir das einfach schwarz streichen oder ob wir das mit Klarlack machen und dann mit der Flexpar mal so an die Ecken und überall dran halten, damit das so ein bisschen, ja, so rough aussieht. Aber das überlegen wir uns noch. Das sind auf jeden Fall die Winkel, auf denen die Gewichte gleich liegen sollen. Ich lege die jetzt hier erstmal auf diesen beiden Böcken einmal so hin und probiere das mal mit den Gewichten aus, weil ich glaube, vier Füße sind echt mit Kanone auf Spatzen geschossen. Ich habe schon nachgezeichnet. So können wir das nicht machen. Dann fallen die großen Gewichte auf jeden Fall an einer Seite runter. So, jetzt haben wir ein neues Maß. 8 cm größer. Egal, das liegt halt nur hier auf dieser Fläche drauf. Die Winkel kann man ja dann so weit auseinander machen, wie man das möchte. Ja, so machen wir das. Richtiger Müll hier. Hier sind in dieser Säge, ich meine, wir haben die so abgefeiert, als wir die bekommen haben, aber in dieser Säge sind 4,8er Schrauben und ich wollte diesen Anschlag jetzt hier, der dafür da ist, dass sich dieses ganze Material nicht verzieht, was man sägen will, anziehen und habe echt nicht feste gezogen und die Schrauben sind am Arsch. Also ganz ehrlich, holt euch nicht so eine Scheißmaschine hier. Das ist der letzte. Wir verlinken die trotzdem mal in der Videobeschreibung. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel die gekostet hat, aber die war nicht günstig. Da 8,8er Schrauben mal mindestens reinzumachen, damit man den Anschlag hier einigermaßen festballern kann. Boah, dann ist das eine Scheißmaschine. Ganz ehrlich, das ist eine richtige Scheißmaschine. Das mich so ab, jetzt ist das Gewinde an der Schraube rund und ich muss die abflexen, da unten drunter komme ich nicht hin, das hier auch nicht so richtig, das ist komplette wirklich komplette Katastrophe. Meine Fresse, echt. Wenn sowas schon so anfängt, kriege ich einen Affen. Hier, die Schraube, um den Winkel zu verstellen, ist hier, da, ich weiß nicht, ich sehe es nicht mal, seht ihr das? Da ist sie rund, da, an diesem Mütterchen hier. Komplett rund. Jetzt muss ich die wegflexen. Boah, das nervt mich richtig. Wenn sowas schon so anfängt, dann hört man am besten direkt auf. Aber egal, ich mache das jetzt weiter. Ich wechsle die Schraube aus gegen eine 8,8er Schraube. Das ist die Zugfestigkeit und die Streckgrenze von der Schraube. Und bei 4,8, das sind richtige Rotzschrauben. 7 Euro gespart oder 3 für so verf***te Schrauben rein. Oh.
Scheiße, ist ja nicht wichtig oder so, diese Schraube. Ist ja nicht so, dass man da mit der anderen Backe übertrieben krass dagegen drückt, damit das Teil nicht rausfliegt, wenn man da sägt. Ist ja scheißegal, kann man so eine Rotzschraube reinmachen, das ist perfekt. Probieren wir es mal mit einer anderen Steckdose. Echt jetzt? Oh Gott. Der FI und der Automat ist rausgeflogen. Das heißt, da ist irgendwo richtig was am Arsch. Ich habe mal das Gehäuse von dem Lüfterrad abgemacht. Der läuft einwandfrei, also da hakt nichts oder sowas, dass da irgendwas passiert hätte sein können, dass wir da irgendwas zu krass gespannt haben oder sowas. Die Maschine ist Schrott. Wir werden gucken, dass wir da irgendwie die Garantie einlösen können. Ich hoffe, die ist noch nicht länger als ein Jahr oder die Garantie ist da 2 Jahre oder sowas. Weiter geht's mit der Flex. Das geht auf jeden Fall ungefähr 47 Millionen Mal schneller und das ist nicht übertrieben oder sowas. Jo, oh meine Fresse. Jo, Thomas, was sagst du? Alter, lass mal lieber Cornhole spielen, Junge, ohne Quatsch. Ganz kurz zwischendurch, schaut euch nochmal Abenteuerleben an. Wir packen einen Link in die Videobeschreibung und da könnt ihr dann im Nachhinein auch sehen, wie uns Abenteuerleben begleitet hat. Hier ist so eine R***-Maschine, eine richtige verf***te R***-Maschine, aber ich erkläre euch das, wenn ihr da seid, Alter. Übrigens, die beiden sind auch auf dem Weg hierhin. Der Eduard wird das gleich zusammenschweißen, dann wenn das scheiße ist, dann kann ich das auf den Eduard schieben, weil geschnitten habe ich das perfekt. Nein, Spaß. Das wird auf jeden Fall gut. Scheißegal, wie wird immer alles gut, auch wenn die Maschine definitiv Schrott ist. Jetzt sind die alle auf Gärung geschnitten. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist die mit diesem Blatt hier anzufasen. Die ganze Halle verwüstet, Alter. Ja, muss. Ich muss die ganze Halle. Wir waren doch gerade fertig mit Aufräumen mit der Halle. Ja, ja, jetzt können wir wieder aufräumen. Mike, diese ganze Tüte hier, ne? Ja. Nur für jeden 2 Burger. Kannst du dir ja vorstellen, wie die aussehen, wenn die fertig sind, ne? Der Eduard will jetzt schweißen. Da sind ein paar Nähte, da ist wirklich, da kann man dem nicht übel nehmen, wenn es scheiße aussieht, weil ich zeig dir mal ganz kurz hier. Die. Ich glaube, das ist aber auch die behindertste. Die ist richtig kacke. Also die Schuld 100% auf dich schieben. Bei der einen Naht? Ja, 100%, Alter. Also schön, bei der hier auch. Ja? Ja. Ist ja auch nicht. Ja, und Eduard, nur, guck mal, hier ist auch scheiße, ne? Guck mal hier oben. Einfach zubrötchen und dann können wir ja mit der Flex dann ein bisschen drüber gehen. Noch. Rustikal. Was? Dann lassen wir alles. Nee, weil da kommt das, da kommt ach die Winkel so, da drauf. Muss man, ja, ja, ja. Deswegen. Ja, mit der Flex kriegst du alle Nähte wieder hübsch. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Mit der Flex kriegst du alle Nähte wieder hübsch. Und das ist jetzt maßgenau, ne? Also, wir haben, ich habe jetzt darauf geachtet, dass da oben die Fläche einigermaßen plan ist. Also, dass das hier das an allen gleich ist, weißt du, damit es einigermaßen gerade da steht. Dann machen wir die Winkel drauf und lassen das so stehen wie das da. Das hast du ja auch nicht lackiert. Nee. Wie alt ist das schon? Boah, keine Ahnung, 4 Jahre. Schön ein bisschen Klarlack drauf. Ne? Machen wir so, wie wir gesagt haben. Bisschen. Wir lassen das erstmal ein halbes Jahr stehen, wenn da ein bisschen Rost ist. Ja. Dann machen wir da Klarlack drauf und dann ist das sexy. Dann ist hier das wird Korton. Ja nichts geschraubt. Wir schweißen das ja komplett zusammen. Ja, und unten die Füße dran. Dann ist das halt Kortonstahl. Machen wir. Das ist Kortonstahl. Keine Kosten gescheut. Kann man jetzt loslegen? Ja. Oder? Alles an, ne? Jo. Wie hast du jetzt vor? Ja, den Druck legen hier, da Druck legen und dann schon mal so festbrötchen mit einem Punkt. Das Winkel. Boah, ich hab einen dicken Kopf, Alter, dicke Schädel.
3. Ich hab voll den kleinen Kopf, Alter. So, geschweißt das Ganze jetzt. Der Mike ist ja kurz joggen gegangen. Und dann zeigen wir euch mal das Endergebnis. Mike? Ja? Du weißt, dass wir heute noch Sport machen müssen? Ja, ja, auf jeden Fall. Machen wir auch. Ja? Ja. Ich war gerade laufen, der Eduard hat das hier mit dem Thomas fertig gemacht. Und die haben genau das gleiche Maß, was ich eben gesagt hatte, 33, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Video erzählt hatte, aber ganz genau das gleiche Maß genommen wie ich. Also, du hast das nicht gesagt, das ist ja das Wichtige. Ja, und ich hatte denen das nicht gesagt. Das ist richtig cool, das wird richtig gut aussehen. Das wird richtig cool werden, ja. Sowas ist cool. Wenn sowas fertig wird, ist cool, auch wenn es am Anfang ein bisschen abgefuckt war. Und was sagst du, Thomas? Schön, ne? Ja. Und stabil, willst du mal draufstellen? Einmal, das muss das ja aushalten. Nur nicht umkippen. Ja, nicht, dass ich umkippe. Ja, ja. Nee, nee, besser. Nee? Draufstellen. Nicht draufstellen? Ja, das könnte. Eduard ist zu erwachsen. Ist stabil. Aber es ist hier alles ein bisschen enger jetzt dadurch, ne? Bisschen. Mit der Bank. Bisschen, ja, das stimmt. Aber ist eine Handlablage. Ja, ist aber eine Handlablage. Bei dir läuft, Thomas? Ja. Kannst du gleich anfangen, deine Burger zu. Ich habe auf jeden Fall brutal Hunger. Ja, eigentlich, das ist ein vollwertiges Video. Anfang, Mitte und Ende. Was hast du da rausgenommen? Was hast du da aus der Kiste rausgenommen? Das und das oder war das schon da drin? Boah, tu das da rein, Junge. Ich habe da so lange gesucht. Nee, Eduard, das war da hinten. Komm, ich räume das weg. Lass mal das Video zu Ende machen. Jo. Hier, ganz kurze Info für dich. Ja. 5 Minuten sind die Patties fertig, belegt eure Burger. Jo, perfekt. Eduard, sag mal. Ja, hallo. Guten Tag. Was soll ich sagen? Ach so, du weißt du. Jo, peace, Leute, bis dann. Macht's gut. Und seid fleißig. 100%.